Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir waren bei Action und ich zeige euch, was ich da alles mitgenommen habe. Meine Tochter möchte heute auch dabei sein und sie darf mir ein bisschen helfen beim Auspacken. Und los geht's mit dem Video. Als erstes, und das ist auch eine Empfehlung von mir, habe ich diese Wattepads mitgenommen von Action. Wer mich schon besser kennt, weiß, ich verwende eigentlich immer diese Wattepads von Babylove von DM und die sind, glaube ich, fast um die Hälfte günstiger oder zumindest um 50 Cent günstiger. Bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich werde euch die Preise auch irgendwo hier einblenden und da habe ich gleich zwei Stück davon mitgenommen. Die sind wirklich im Preis sehr günstig und die Qualität ist auch sehr gut, deswegen kann ich euch die nur empfehlen. Zieh eines raus. Ich habe mir von Action so Tücher für die Wäsche mitgenommen. Und ja, ich hatte solche Tücher noch nie in Verwendung und jetzt bei Action mal zugegriffen und hier sind 10 Stück drinnen. Mal sehen, ob das hilft, ob man einen Unterschied erkennen kann. Ich bezweifle das ein bisschen, aber ja, werde ich auf jeden Fall austesten und werdet ihr in einer meiner Aufgebraucht-Videos bestimmt wiederfinden. Ich habe mir hier so einen größeren Notizblock mitgenommen. Ich mache mir zu sehr vielen Sachen Notizen und ja, mache das auch relativ gerne und deswegen durfte der hier auch mit. Was ich hier sehr gut finde, ist, dass er einfach so Abteilungen hat. Obwohl es mir eigentlich egal ist, bin ich ganz froh, dass sie alle liniert sind und meine Tochter möchte schon das nächste Produkt rausnehmen. Also los, nimm dir eines. Oh ja, einen Ameisenköder haben wir uns geholt. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht viel sagen und ich bin zwar jetzt nicht der Fan davon, dass man Tieren schadet oder ja, ihr wisst, denke ich, was ich meine, aber an gewissen Orten müssen diese Tiere wirklich nicht sein. Hier habe ich mir einen Glue-Tape-Roller, zumindest steht das so drauf. Mal schauen, ob das Teil auch wirklich gut ist, denn es war auch relativ günstig. Sehr gut. Weißt du, was das ist? Ein Haartrockner. Ein was? Ein Haartrockner. Ein Haartrockner? Nein. Was? Du? Nein, du meinst ein Nagellack? Ja. Nein? Das ist etwas für das Auto? Ein Duft. Ein Duft, genau, stimmt. Einmal hier drei Air Fresher für das Auto, damit das Auto gut duftet. Hoffentlich sind die nicht zu intensiv, denn da bin ich dann auch ein bisschen empfindlich. Am Anfang sind diese Dinger meistens immer sehr stark und verlieren aber auch sehr schnell wieder den Geruch. Mal sehen. So, hol eines raus. Das hier. Gut. Dann habe ich mir ein Gästehandtuch mitgenommen mit einer kleinen Größe. Und das wird mein Gesichtshandtuch werden. Das große. Weißt du, was das ist? Ein Licht. Ein Licht, ja. Was für ein Licht? Für draußen. Für draußen, genau, für den Garten. Und zwar haben wir uns zwei Boden-Solarleuchten mitgenommen. Wir haben die mal geholt vom Hofer bzw. von Aldi. Und mit denen waren wir eigentlich sehr zufrieden. Nur leider sind uns da zwei Stück kaputt gegangen. Sie bleiben ja auch im Winter im Boden drinnen. Wir haben hier jetzt bei Action 2 gefunden. Die haben wir gleich mitgenommen. Mal sehen, ob die auch was taugen. Dann habe ich stinknormale Büroklammern mitgenommen. Das sind 100 Stück und ja, ich denke, dazu brauche ich auch nicht viel sagen. Weißt du, was das ist? Haare. Für die Haare, denkst du? Ja. Ja? Das ist ein Bodyspray. So? Mhm. Für wen? Was? Für wen? Für wen? Für die Mama.
Ja, ich habe mir zwar vor kurzem erst ein Bodyspray von Action mitgenommen, das riecht sehr gut und da bin ich auch wirklich sehr zufrieden damit. Aber das ist mir einfach in die Augen gesprungen, wahrscheinlich wegen dem Packaging, und habe daran gerochen und es roch wirklich sehr gut, aber auch sehr intensiv, würde ich sagen. Ich sprühe es mal drauf. Kann ich auch mal? Magst du auch mal? Ja. Riech mal. Riecht das gut? Mhm. Ja? Mhm. Okay. Ja, Kann es riecht, würde ich jetzt sagen, nicht wie ein Bodyspray, sondern wirklich eher wie ein Parfum. Und es ist wirklich ein sehr starker Geruch, wird wahrscheinlich jetzt nicht jedem zusagen. Mehr will ich auch gar nicht sagen, denn Parfums zu beschreiben ist nicht gerade meine Stärke. Ja, und hier sind 200 Milliliter drinnen, eine ziemlich große Tube für den Preis, ganz okay. Magst du noch eins rausnehmen? Ja, dann los. Was? Weißt du, was das ist? Für den Papa. Ja, genau. Der Papa hat sich ein Duschgel ausgesucht, und zwar von Axe. Sollen wir mal riechen? Ich auch mal. Riecht gut. Na, such raus. Das? Ja. Das ist für die Mama. Ja, ein Handytrockner. Ein Handytrockner. Ja. Die Elli lacht auch mit. Ja. Gut, also ich habe mir eine Handyhalterung geholt. Man sieht hier genau, wie man es verwendet. Aber ich glaube, da brauche ich euch nichts dazu zu sagen. Werde ich auf jeden Fall testen, ob das funktioniert. So, Mäuschen, nimm noch eines. Das? Weißt du, was das ist? Das ist die Rechnung. Ich habe mir wieder mal eine Gesichtsmaske mitgenommen von Action und die hatte ich noch nie, deswegen habe ich zu der gegriffen. Eine Sheet Mask mit Wildrosenextrakt und Vitamin C hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Darf ich mal lesen? Du willst das lesen? Na bitte, les mal. Was steht da drauf? Lesen wir zusammen? Lesen wir zusammen? Ja. Okay. Da. Eine Bubble Sheet Mask. Eine Bubble Sheet Mask, die, ja, eine Gesichtstuchmaske, die zu einem Schaum wird. Und ich hatte so etwas noch nie. Bin echt gespannt, ob ich so etwas überhaupt gerne mag. Kann mir das nicht so vorstellen, aber wollte auf jeden Fall auch mal so eine Maske austesten. So, Mäuschen, zwei Sachen haben wir noch. Das, okay. Das sind Etiketten. Ah, weißt du, was Etiketten sind? Ja, einfach um etwas zu beschriften und zu. Gleich. Ja, einfach um etwas zu beschriften und zu bekleben. Verwende ich hauptsächlich im Küchenbereich und brauchte ich dringendst wieder. Das sind Hände- und Gesichtstücher. Wenn du dich abpatzt und schmutzig bist, damit wir dein Gesicht und deine Hände abwischen können. Sind 40 Stück drinnen, hatte ich noch nie, brauchten wir ganz dringend. Leer, genau. Ja, und das war schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben. und bis zum nächsten Mal.